Willkommen bei Reporter on Tour. Heute sind wir in Ingolstadt in einem Familienunternehmen, das es schon sehr lange gibt. Wir sind hier in der Metzgerei Huber. Ich darf den Herrn Huber selber begrüßen, den Chef der Metzgerei. Hallo Herr Huber, grüß Gott. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüß Sie. Herr Huber, wie lange gibt es Sie denn schon? Sie waren ja am Betrieb. Ja. Den Betrieb, den gibt es jetzt, die Metzgerei Huber gibt es eigentlich seit knappen 80 Jahren schon. Also mein Großvater war die erste Generation. Mein Vater, zweite Generation, ich dritte. Mittlerweile ist mein Junior schon da, der die Meisterprüfung heuer gemacht hat. Und das ist dann die vierte Generation. Sie sind praktisch in die Branche hineingeboren worden, mehr sozusagen. Mehr oder weniger, so ist es, ja. Stand es für Sie zur Debatte, vielleicht doch mal was anderes zu machen? Oder vielleicht war das für Sie kurzzeitig in der Schule, dass man einfach abgewägt hat, was macht man oder wo, in welche Fußstapfen tritt man, aber dann war das Elternhaus doch so weit übermächtig, dass man gesagt hat, man macht es. Ja, wir schauen uns ja heute hier ein bisschen bei Ihnen um. Gerne. Vielleicht können wir gleich uns mal, freut es. Ja. Was können wir uns anschauen? Wir können im Laden was anschauen, wir können in Produktion hintergehen. Wir fangen jetzt gleich an mit den Weißwürsten zu machen, zum Beispiel. Wir haben schon wieder gemacht und schaut euch einfach ein bisschen um. Gut, und ihr erklärt ein bisschen was gehen dazu. Gehen wir in Produktion, würde ich sagen. Gehen wir in Produktion, okay. Ja, Herr Huber, wir sind jetzt hier in den heiligen Hallen, in den Produktionshallen. Was macht ihr denn alles? Was stellt ihr alles her? Ja, unser Spektrum ist sehr breit, muss ich sagen. Wir haben 120 Wurst- und Schinkensorten, die wir selber herstellen. Wie zum Beispiel, wir haben 10 oder 15 verschiedene Salamisorten. Man könnte das im Großen alles dazu kaufen, muss ich sagen. Aber wir sind halt ein kleiner Handwerksbetrieb. Und da ist es eine gewisse Herausforderung, wenn man also diese Sachen selber macht. Wie muss man sich denn so einen Tagesablauf vorstellen? Ja? Also wann fängt das für einen Metzger an? Wann muss er aufstehen? Ich finde es sehr schön, wenn man um 5:30 in der Früh anfangen kann, ist noch niemand unterwegs oder nicht viele. Und dafür hat man natürlich eher Feierabend. Und das ist natürlich eine ganz schöne Sache, wenn wir um 5:30 anfangen und um 2:30 oder spätestens um 3 aufhören und zum Baden gehen können. Das ist also eine bessere Arbeitszeit gibt es gar nicht. Gell? Ich glaube, die Jungs sind da drüben schon am Machen. Ja. Sollen wir da mal rüberschauen, was die da produzieren? Das schauen wir jetzt gleich mal, genau. Der Johann, der ist im zweiten Lehrjahr, der Waldi ist im dritten Lehrjahr. Die werden jetzt gerade jeder ein halbes Schwein zerlegen für den Laden. Es wird bei uns im Schlachthof Ingolstadt geschlachtet. Alles, was wir für die Produktion brauchen, das ist jetzt zum Beispiel eine Schweineschulter. Da drüben haben wir dann die Kalbsschulter, das wird also ausgelöst, kommt auf den Wolf und da können wir dann gleich zuschauen, wie es losgeht mit dem Weißwurstmachen. Das ist gut, machen wir. Ja, machen wir. Ja, Herr Huber, jetzt geht es um die Wurst, wir machen Weißwurst. Was brauche ich denn dafür? Wir haben jetzt hier Schweine- und Kalbfleisch gemischt, das heißt zwei Drittel Schweinefleisch, ein Drittel Kalbfleisch. Dann haben wir Speck und haben wir Eis. Das Kalb- und Schweinefleisch stellen wir jetzt gleich auf den Wolf und lassen es durch. Da oben jetzt einfach rein. Oben da rein, genau. So, als nächsten Schritt gehen wir auf die Waage, überprüfen das Gewicht. 14 Kilo. Hier haben wir 14 Kilo, genau. Das ist jetzt so, wo es gemischt wird, dann das zusammengemischt wird. Hier wird das Brät hergestellt. Wie in der Küchenmaschine der Kuchenteig hergestellt wird, so wird hier der Fleischteig, das Fleischbrät hergestellt. Gut. Wir geben also das Fleisch rein, geben Salz drauf. Und dann machen wir den Deckel zu. Das ist der Lärmschutzdeckel hier. So, das Salz ist mittlerweile verschwunden. Jetzt drehen sich die Messer, die bereiten das Eiweiß vor. Sie schneiden das Eiweiß auf und als nächstes gebe ich dann ein Drittel Eis dazu, damit das Fleischeiweiß mir nicht verbrennt. Das ist ja jetzt so eine richtige Creme geworden. Ja, es ist jetzt eine sehr zähe Fleischmasse,
das Fleisch, das Brät ist jetzt bereit, das Fett aufzunehmen. Jetzt gebe ich das letzte Drittel Eis dazu. Wir haben jetzt mittlerweile 13 Grad. Mittlerweile hat es jetzt Fleisch, Fett, Eis, Gewürze, Zwiebel, alles verbunden. Es ist eine ganz schöne, feste, zähe Masse. Es ist eine glänzende Masse und das sagt mir, dass das Brät stabil ist. Mhm. Wenn das jetzt stumpf wäre, dann würde sich Fleisch und Wasser wieder trennen. Mhm. Aber so ist es eine ganz feste Masse und das ist okay. Mhm. Das ist ein richtig schönes, weißes Kalbsbrät. Jetzt kommt das Häutelsache rein in die Weißwurst. Hier geben wir 5% rein. Was ist das? Damit die Weißwurst schön locker und flaumig wird. Das sind also Schweineschwarten. Mhm. Frisch gekochte, gewolfte Schweineschwarten. Und dann geben wir das und dann wieder Gewürz und Zitrone dazu für diese Masse. Jetzt wollte ich gerade sagen, und jetzt kommt das Wichtigste eigentlich. Und jetzt kommt dann das Wichtigste, sobald das vermischt ist, kommt eine frische Petersilie. So, das Weißwurstbrät ist fertig. Das kommt jetzt in den Abfüllautomaten. Mein Sohn, der füllt jetzt das gleich runter, 85 Gramm schwer, in Schweinedärme. Also wir haben jetzt hier Schweinedärme, Kaliber 30-32 für unsere Weißwurst. Die werden jetzt aufgesteckt und dann füllen wir es runter. Okay, cool. Und ein bisschen Wasser durch, lassen sie sich leicht aufziehen. Dann werden die aufgezogen. So, vorne ein Knoten drauf. Die Maschine ist eingestellt auf 85 Gramm. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. Und schon hüpfen die ersten Weißwürste raus. Ja, Richard, das geht ja ziemlich zackig. Das geht richtig schnell mit der Maschine, aber wir können natürlich das auch von der Hand abdrehen. Da dauert es ein bisschen länger. Probieren wir es mal. Okay. Dann starte ich jetzt mal. Ich hoffe, du hilfst mir ein bisschen dabei und bist ein bisschen nachsichtig, wenn ich das nicht aufs erste Mal so hinkriege, aber ich habe dir zugeschaut. Das funktioniert ja. Bis ganz hinter, oder? Bis ganz hinter aufziehen. Das läuft ja schon wie geschmiert. Mensch. Super. Da muss man schauen, dass man das dann nach hinten weg. Das läuft von der Lua. Aber dann hat man ja so dünnere Stellen und dickere. Ja. Wir tun das einfach nur ein bisschen nach vorne schieben. Also das hat man so ein bisschen, ist das jetzt zu das weich, ist ein gell? Bisschen zu weich. Aber das kriegen wir hier. Das kriegen wir hier. Das ist kein Thema. Okay. Und jetzt drehen wir die mit der Hand ab. Das schaut so aus. Wir nehmen uns jetzt das Maß von so einer Weißwurst. So groß soll es ungefähr sein. Und dann drehen wir die aus dem Handgelenk schön ab, bis er ein bisschen strenger wird. Und dann nehmen wir uns die nächste. Und dann, genau. Zusammendrücken mit den Daumen. Ja. Langt es? Langt. Langt. Ja, Herr Huber, die Weißwürste sind jetzt abgedreht sozusagen und jetzt, glaube ich, gehen sie baden. Jetzt gehen sie baden, genau. Jetzt kommen wir in den Kessel bei 72 Grad, 20 Minuten. So, jetzt sind sie fertig. Jetzt können wir es endlich probieren, die Weißwürst. Vielen Dank an dich, Richard, dass du mir gezeigt hast, wie es geht. Ist ja doch nicht ganz so einfach gewesen. Herr Huber, Ihnen vielen herzlichen Dank, dass wir heute mal in Ihre Produktion schauen durften. Und wir müssen uns jetzt auch beeilen, glaube ich, weil man soll die ja nicht das 12 Uhr läuten hören. Ja, die sind jetzt ganz frisch hergestellt. Früher hat man gesagt, vor 12 Uhr sollen wir die essen, weil man also keinen Kühlschrank noch nicht gehabt hat und weil die vor allen Dingen roh verkauft wurden. Heute ist es so, dass die immer gebrüht verkauft werden und da spielt es eigentlich keine Rolle mehr. Da kann man es auch nach 12 Uhr noch essen. Also schmeckt deren's immer. Schmeckt deren's, wenn es frisch sind. Gut, guten Appetit. Danke.